Unterhaltszahlungen, wenn es geht, irgendwie nicht. Weil die wollen dann eine Scheidungsfolgevereinbarung, Scheidungsurteil, Unterhalts nach Düsseldorfer Tabelle und mit Stempel vom Gericht. Also wenn es geht, keine Unterhaltszahlung. Übrigens auf der anderen Seite auch. Die werden in der Regel auch nicht als Einnahmen gewertet. Wenn jetzt Sie Unterhalt bekommen sollten, dann sagt die Bank, nö. Weil die sowieso davon ausgehen, dass das irgendwann irgendjemand nicht mehr bezahlt.